den Klabusterbären und Let's Play Resident Evil. Siero, ich bin der Mike von den Klabautermännern und ja, wir müssen jetzt in die Stühle danei. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal gespeichert gehabt, damit ihr das nicht alles mit ansehen müsst. Und weiter geht's. Oh Mann. Wo ist der Bastard? Jetzt, wartet mal, Mann. Die sollen jetzt schießen. Das musste man doch ändern. Das ging immer ändern. Alter Schwengel, ey. Warte da mal, das nervt mich nämlich tierisch. Figurenwechsel, bla. Durch Auswahl von Partner auf dem Statusbildschirm. Ja. Ach so. Abbau. Haha, so. So. Jetzt haben wir das gelöst. Natürlich ein bisschen doof. Aber hey. Was soll it? So, schauen wir mal, was da mal. Mein Gedicht. Oh, Klabusterbären sind bekannt für ihre Gedichte. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Fehlt da was? Das ist doch einfach nur. Bei mir müssen sich Gedichte reimen. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. Alle unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Ja. Kann schon sein. Oh. Wieder so ein Ding. Sonst gibt's hier nichts. Munition oder so. Scheinbar wurde dieses Feuer erst vor kurzem angezündet. Bucher liegen auf dem Boden herum. Oh shit. Ich habe einen Rechtschreibfehler entdeckt. Ich bin so crazy. Oh, da ist Munition gewesen im Eck. Gib's mir. Zack. Was haben wir da noch so? Im Regal stehen ordentlich aufgereihte Dokumente. Scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Ist ja blöd. Ist ja blöd. Sonst gibt's ja nichts, Mann. Nur diesen Mikrofilm. Okidoki. Ups. Nochmal schnell auf die Karte gucken. Der nächste Raum war hier unten. Okay, da zack, zack, rum. Okay. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Nicht viel. Aber die hat ja noch dabei, da. Mann, ey, so. Oh Mann. So. Dann spurt man mal da runter und rüber. Und sonst, was geht bei euch so? Schreibt in die Kommentare. Ich will nämlich wissen, was sonst so geht. Bei euch. Hier geht gar nicht viel.
Mitten in der Nacht, ich nehme auf und schon wieder Zombies. Ach, lassen wir die mal hierher ins Bild erscheinen. Wieso zielt die mal auf die gleichen? Verdammt. Der kommt also auch hier. Was, Gefahr, Alter? Nicht mit mir. Wird immer schöner. Ach shit. Fotos verschiedener Leute. Haben die wohl was mit Umbrella zu tun? Tja, möglich wär's. Jetzt muss ich, glaube ich, noch den anderen Film da holen. Oh, da ist Munition. Die ist für dich, Mann. Ist hier sonst noch was? Sieht nicht so aus. Ein Mikrofilmprojektor. Hätten Sie einen Mikrofilm, können Sie ihn. Ich hab doch einen. Zack. Jetzt muss ich den anderen auch noch schnell holen. Pum. Voll bizarr. I'll check it out. Okay. Ich komme gleich wieder. Ups. Ich muss noch das eine Kraut holen, ey. Das macht mich ganz narrisch, dass das noch da rumliegt. Okay, Mikrofilm, wo liegst du? War wohl das da zwischen den Kanisterens? Jeppa. Ta-ta-ta-ta. Oh, okay. Die Sitze kennen wir doch. Oh, eine Diskette wurde erstellt jetzt. So. 01, 2, 3, A, B, C, D, F. Okay. Dann sollten wir mal wieder zurück zu diesem Raum gehen. This way. Okay. Gucken wir mal, was da passieren tut. So.
lo, lo, lo. Ja, Mann. So. Security Systems Lock, please insert System Disk. Ja, ich hab doch eine. Schmeiß rein, das gute Stück. Null A. Okay. Dummes Kommentar. Wir wissen doch, wie das läuft. Null. Ah, haha, Motherfucker. I'll go alone. Okay. Falscher Knopf. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Boom. Oh mein Gott. Wo die dritte Tür ist, weiß ich gar nicht mehr. Come on. Okay. Eine ist hier, eine war unten. Da hier die große. Oh shit, Mann. Ich habe ein bisschen Panik. Skipanik. Da war die andere. Ah, okay. Aber da hinten seht zu. Hä? Aber wie kam ich denn da hin? Das war doch in dem Raum. Ups. Ah, Mama Mia, diese Knöpfe. Ich will nur mal einen Controller. Mann. Oh. Alter, ich hab nicht mal in die Nähe vom Mikrofon gerotzt und der Ausschlag war trotzdem so krass. Was ist denn da los? Okay. Das war der Raum. Achso, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal die erstbeste Tür. Ah. Weg da. Oh Gott. Das ist halt ein wenig Schwachsinn, ne? Oh. Das ist doch so viel in der Legende gelöst. Schön enger Raum, ey. Ups. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, in diesem Raum habe ich irgendwie seltsame Erinnerungen.
die mir nicht gefallen tun. Nee, nee, nee. Jetzt wollen die auch noch Stassi Schach spielen. Ach Gott. Was gibt's da noch? Oh. Napalm Grenados. Was blinkt da noch rum? Wie viel Platz hat sie noch? Ah, noch genug. Gefährliches Zeug. Na. Na, 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 na. Okay. Da will wohl jemand Schach spielen, doch. I'll go alone. Okay. Ach Gott, oh Manomida, du. So, wie war das jetzt? Schwarz da. Ich hab mir das schon wieder gerade nicht gemerkt. Oh Mann, ey. Okay, das Ding da und der da. Das Ding da und der da. Schieb. Ja, nochmal, ich vertraue dem Shit nicht. So. Nein, 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 nein. Das war doch auch noch nicht. Ach Gott. Egal. Ah, jetzt spielt ihn da. Boah, diese Steuer. Wie habe ich das früher nur richtig gut steuern können? Okay, da gab es eh nichts anderes. Klatsch. Sehr evil Knievel. Follow me. Ja. Lasst mich raten. Ach, ich habe ja keinen Platz mit dem. Mit dem guten Jungen. Upsi. Allmächt. Allmächt, Allmächt. Das noch was? Markus' Tagebuch 1. 4. Dezember. Geschafft, der neue Virus. Wir haben ihn Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitor-Arbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Einen Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert, die Bitch. Er hält Progenitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Endlich.
Es ist mir gelungen, auf der Basis von Prognitor einen neuen Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne diesen neuen Virus T für Tyran. Oh, Tyrann. 23. Oktober. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person mir bei meiner Forschung helfen. Zwinker, zwinker. 13. Januar. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Egeln gesucht. Narr. Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egeln natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. Klingt eher so, als hätte er den T-Virus rausgelassen. Ja, schon ein bisschen irre, der Typ. So, jetzt versuchen wir schon das Büchle. Bums, Fallera. Und uff ist es. So. Dann marschieren wir mal weiter. Da gab es ja noch eine Tür, glaube ich. Mach's mal da auf. Huh. Oh. Jetzt ist da ja wirklich was. Ach, der ist eh inaktiv. Wunderbar. Mann. Hallo. Dann halt so. Oh. Die Party geht schon etwas länger. Oh. Oh, oh, Mann, oh, Mann. Nein, 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 nein. Oh, das sind blaue Kräuter. Das heißt nichts Gutes. Wie viel Platz habe ich noch? Ich lasse die Scheißdinger da. Brauche ich eh nicht. Ich habe noch genug zum Speichern. Okay. Zack. Ah, da liegt noch was zum Lesen. Okay, aber Leute, der Partner geht schon verflixt lang. Ich würde mal sagen, die zwei Bitches hier verabschieden sich für euch. Für euch, von euch, zu mir. Und ja, Mann, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Kommentar und Daumen hoch und ein Abo. Peace out, meine Freunde. Servus.